Herzlich willkommen zum Archival des Monats, unserer neuen Serie aus dem Gocher Stadtarchiv. Mein Name ist Florian Weber, ich bin der neue Stadtarchivar in Goch und ich werde euch ab sofort jeden Monat ein besonderes Fundstück aus den Beständen des Stadtarchivs vorstellen. Unser erstes Archival ist ein Sparbuch der Städtischen Sparkasse Goch aus dem Jahr 1922. Die Städtische Sparkasse zu Goch wurde im Jahr 1865 gegründet. Am 23. März dieses Jahres hatten die Gocher Stadtverordneten die Gründung beschlossen. Sie wurde durch den Oberpräsidenten der Rheinprovinz genehmigt. Erster Standort der Sparkasse war das Haus Vossstraße Nummer 8. Später wurden die Geschäftsräume am Markt bezogen. Sinn und Zweck der städtischen Sparkasse war es, den Gocher Bürgern, ich zitiere, zur sicheren verzinslichen Anlegung von Ersparnissen und zur Erlangung von Darlehen Gelegenheit zu bieten. Das 100 Jahre alte Sparbuch ist ein stummer Zeitzeuge einer bewegten Zeit in der Stadt Goch. Die Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918 waren nicht zuletzt durch finanzielle Notlagen der Bevölkerung geprägt. So musste das Personal der städtischen Sparkasse Tag und Nacht arbeiten, um den Zusammenbruch des Geldverkehrs zu verhindern. 1923 herrschte die Hyperinflation in Deutschland. Sie machte auch vor Sparbüchern, in denen noch ein Jahr zuvor Summen von wenigen hundert Mark eingetragen waren, nicht Halt. Der Jahresumsatz der städtischen Sparkasse im Hyperinflationsjahr war dann auch astronomisch. Er lag bei über einer Trillion Mark. Im November 1923 stabilisierte sich die finanzielle Lage etwas und die Gocher Bevölkerung konnte fleißig weitersparen. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war das Geschäftsvolumen der städtischen Sparkasse in Goch wieder fast auf dem Niveau von 1914. Am 7. Februar 1945, wie 80% der Stadt Goch, wurden auch die Geschäftsräume der städtischen Sparkasse am Markt durch Bombenangriffe zerstört. Hierbei wurde auch ein Großteil der Unterlagen vernichtet. Das Sparbuch aus dem Jahr 1922 ist daher eines der wenigen erhaltenen Dokumente.